Große Vorfreude draußen, hektische Betriebsamkeit drinnen. Promis, die sich auf Servieren freuen und Frankfurts Oberbürgermeister, der noch schnell die Schürze gebunden bekommt, um dann in seinem Wohnzimmer alle Gäste zu begrüßen beim Weihnachtsgansessen für Obdachlose im Ratskeller. Was man schon feststellt, ist, dass die Schlangen zum Teil länger werden. Und das ist nun mal auch Lebensrealität in unserer Stadt, dass es Menschen gibt, die es nicht so einfach haben, die in schwierigen Lebenssituationen sind, die nicht wissen, ob sie Obdach finden, wo sie Obdach finden. Und ich finde, diese Aktion macht so deutlich, wie wichtig es ist, dass wir zwar an dem heutigen Tag, aber vielleicht auch öfter an diese Menschen denken müssten und sollten. Eine warme Mahlzeit und dann auch noch eine leckere Weihnachtsgans. Ein Essen, das für die Menschen hier alles andere als selbstverständlich ist. Ich sehe hier Menschen, die haben alles dabei, was sie haben, einen Koffer oder eine Tasche. Und denen was Gutes zu tun in der Vorweihnachtszeit, das drängt alle vermeintlichen Probleme, die wir haben, in den Hintergrund. Unsere Gesellschaft driftet eher auseinander und da setzen wir heute auch ein Zeichen dagegen. Wir alle sind Menschen, alle Menschen sind einzigartig und deshalb sollten alle Menschen zusammenhalten, egal auf welcher Seite des Lebens sie gerade stehen. Ein Nachmittag, organisiert von Helfen Helfen, der Stiftung von Bernd Reisig. Mit Anpacken, auch für ihn eine Selbstverständlichkeit, Fußballtrainer Ralf Rangnick. Ich selber komme auch aus sehr einfachen familiären Verhältnissen. Meine Eltern waren beide Heimatvertriebene 1944. Und als sie hier neu angefangen haben, hatten sie im Prinzip nichts. Und deswegen weiß ich, dass es schwer ist, wenn man mitunter mal im Leben an einer bestimmten Stelle vielleicht die falsche Abzweigung erwischt, dann kann es sehr schnell passieren, dass man eben in so eine Situation gerät. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns in einem Staat wie Deutschland oder generell in Europa um solche Menschen einfach auch kümmern, weil sie sind genauso Mitmenschen, genauso wertvolle Bürger dieses Landes wie alle anderen auch. Deren Alltag oft hart genug ist und den sie an diesem Nachmittag für einen Augenblick vergessen können. Bei einem leckeren Essen, das er, Bernd Kaffenberger von Rewe, gemeinsam mit Christian Dressler von der Lorbergschenke gesponsert und zubereitet hat. Insgesamt haben wir knapp 750 Portionen Gänsekeule vorbereitet. Wir haben knapp 150 Kilo Rotkraut vorbereitet. Wir haben knapp 100 Liter Soße dabei. Wir haben 1650 Klöße dabei. Damit auch keiner hungrig bleibt. Ein Dank vom Stiftungsgründer und für die Menschen Gelegenheit, Promis mal ganz nahe zu sein. Kleine Augenblicke mit großer Wirkung. Mit Tanzen oder Schunkeln beim Auftritt von Vincent Groß und Prinz Damien. Definitiv eine ganz spezielle Atmosphäre und es ist ganz klar, hier geht es nicht um die Musik, hier geht es auch nicht um die Promis, um die Kellner, die servieren, es geht um die Gemeinschaft, es geht um den Zusammenhalt auch der Gesellschaft und trotzdem war es wunderschön, vorhin ein, zwei Lieder zusammen auch mit Prince zu singen und zu sehen auch, wie es ankommt, wie die Leute einfach an diesem Tag, an diesem Happening Freude haben, am Essen, an der Musik, an der Gemeinschaft. Apropos Essen, einen Nachtisch gibt es diesmal auch. Waffeln für jeden, frisch zubereitet von Jummis. Es fehlt an nichts und das ist auch gut so. Ich glaube, wir müssen immer wieder auch Zeichen aussetzen, dass wir niemanden zurücklassen, niemanden vergessen wollen in der Gesellschaft. Ich glaube, niemand kann sich so richtig vorstellen, wie es ist, draußen auf der Straße zu leben. Und ich finde auch, auf das Thema aufmerksam zu machen und vielleicht auch Hemmungen und Stigma zu vermeiden. Auch der DFB engagiert sich, verschenkt Nationaltrikots an jeden Gast. 700 Stück insgesamt. Dazu gibt's allerlei nützliche Sachen, wie Mütze, Schal oder Thermobecher. Am Ende eines Nachmittags, der für Frankfurts Obdachlose unvergessen bleiben wird.